Auswahl bei Heimkino riesig. Ich meine, du kannst auswählen zwischen Leinwand, Beamer, ob LED, normale Birne, Laser, große Fernseher, Heimkinoanlage, sprich AV-Receiver, Blu-ray, Player, über eine Konsole, über einen eigenständigen und so weiter. Also du kannst tausende Kombinationen dafür nehmen. Das heißt, du musst erstmal tausend Sachen kaufen, damit du das machen kannst. Und du kannst das nicht überall machen, sondern du musst zu Hause sein. Wenn du im Urlaub bist, bei Freunden bist oder bei deinen Eltern bist, irgendwo im Ausland, dann kannst du nicht einfach so mit deinem Heimkino ankommen, sondern du musst schon irgendwo in ein normales Kino gehen. Und dafür ist das Kino sehr viel besser gedacht. Deswegen heißt es ja auch Heimkino. Da kannst du dich heimisch fühlen, aber trotzdem ein Kinoerlebnis haben. Und du musst nicht unbedingt tausend Sachen kaufen, du kannst im Grunde auch Komplettpakete kaufen. Mhm. Es gibt Receiver mit eingebautem Player, ob DVD oder Blu-ray. Okay. Es gibt Konsolen, mit denen du spielen und gucken und hören kannst. Gute Konsole. Du brauchst keinen extra noch Boxenverstärker oder Amp, das kannst du direkt reinstecken. Mhm. Es kommt ganz drauf an, was du brauchst. Wie ist denn die Filmauswahl so von neuen Kinofilmen? Wie läuft es denn da so im Heimkino? Gibt es im Kino sehr viele. Die ganzen neuen Filme sind alle nur exklusiv im Kino verfügbar. Das, natürlich kannst du auf bestimmten Wegen, die auch qualitativ hochwertige Filme, aktuelle Filme besorgen, aber das Hauptaugenmerk liegt ja darin, dass du die Filme, die du sonst im Kino nicht schaffst zu gucken, zu Hause genießen kannst. Und das auch noch mal gucken kannst. Entweder nochmal gucken oder mit Material obendrauf. Sei es Making-of, Bonusmaterial, Extended oder Director's Cut Edition, die du wirklich mit 10 Minuten oder länger oben drauf dir reinstecken und gucken kannst, die du im Kino sonst nicht bekommst. Okay, und wie lange dauert das, bis du das machen kannst, wenn der Film dann schon draußen ist? Und aktuell wird ja überall alles gespoilert. Jeder weiß, dass Luke der Vater von Darth Vader ist. Das ist alles ganz, ganz, ganz schlimm mittlerweile. Und du musst deswegen sofort ins Kino gehen, das Kino auch ausnutzen, weil es gibt halt überall ein Kino und das erstmal genießen und dann kannst du den Rest antun. Die schnellste Möglichkeit ist natürlich über Video-on-Demand-Dienste das einzuspeisen. Da ist es dann digital und das kannst du dann über deinen Fernseher oder über eine Konsole, da gibt es ja die Anbieter Amazon, Netflix und Co. Mhm. Oder du wartest eben auf die Blu-ray, aber dann hast du eben dadurch die Vorteile, die du im Kino nicht hast. Und zum Glück wird die Wartezeit kürzer inzwischen. Damals waren es ja halbes bis ein Jahr, das war katastrophal. Mittlerweile sind es 2-3 Monate. Durch die Digitalisierung, ne? Ja. Es kommt aber auf den Film drauf an. Große Filme, die auch lange im Kino laufen, kommen spät. Und kleinere Filme, die kommen sehr früh auf Blu-ray. Also Rekord, was ich gesehen habe, war bisher ein Monat. Dann war es auf Blu-ray da. Heimkino hast du beste Qualität. Besser als im Kino. Seit wann? Eigentlich schon seit immer. Weil Kinos haben ja bis zu einer gewissen Zeit noch Film projiziert und das war ja analog. Ja. Analog, kann man jetzt nicht darüber streiten, ob das jetzt besser ist oder schlechter, ist eher Geschmackssache, okay. Aber als es dann digital wurde, waren wir bei 2K und nicht alle Kinos können 4K, also sind noch nicht in 4K umgerüstet. Nicht alle, weil das ja kostenintensiv ist und mit 3D und so weiter und so fort, was noch dazu kommt, dann müssen die Leute ja zahlen und können wir das machen. Und zu Hause kannst du ja theoretisch 4K, teilweise 8K, wenn du sie findest, die Dateien und die Fernseher und die Player. Mhm. Aber du kannst eben vernünftiges 4K in 10-Bit, in HDR mittlerweile dir angucken, ohne großen Aufpreis. Ganz klar, wenn es um Qualität geht, dann ist das Heimkino ungeschlagen. Aber das erste Mal auf einer riesigen Leinwand HFR-Kino zu sehen, das kannst du nicht im Heimkino machen. Der Hobbit kam damals mit 48 FPS, also HFR kam rauf und das war das erste Mal, dass du auf so einem riesigen Display so eine Qualität gesehen hast. Aber das war schon ziemlich heftig gewesen. Genauso wie IMAX mit dieser Qualität der immersiven Filme kam, wo man ganz viele Dokumentationen unter Wasser hat und man wirklich im Thema drin war. Interstellar, da warst du also ich habe das im IMAX gesehen mit 3D, ich war im Kino, ich war in dieser Geschichte drin. Ja. Das wirst du im Heimkino nie hinbekommen. Problem ist nur, wenn du dann keinen Bock hast, 3D zu gucken oder gar kein 3D sehen kannst. Aber kannst du Kino das ja vorher auswählen. Wieder nur 3D-Filme. Die Auswahl der Kinos ist fantastisch. Nein, natürlich, du kannst sagen, ich möchte im IMAX. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ganz neue Filme gibt es ganz oft nur in 3D für 1, 2, 3 Wochen und dann schalten die auch irgendwann später oder im Nachhinein das Programm 2D frei. Du musst die Auswahl, die es gibt, ja auch nutzen. Du musst schon ein bisschen suchen. Es gibt diverse Kinos, wo du 3D nutzen oder 3D nicht nutzen kannst. Ja, und zu Hause drückst auf den Knopf und machst 3D oder nicht 3D, machst 10. Dann kommen wir nochmal zum anderen Thema, da möchte ich nicht vorgreifen. Mhm. Das Schöne beim Heimkino ist, egal was du an Technik stehen hast, egal welcher Fernseher, egal welche Lautsprecher, du kannst alles zu einem Heimkino umbauen.
Du kannst mittlerweile Sonos-Lautsprecher, die eigentlich Multi-Room-Wireless-Speaker sind, zu deinem Heimkino machen. Hm. Okay. Hast du mal gesehen, was es für Entwicklungsstadien gab? Ohne das Kino würde es das Heimkino noch gar nicht geben. Ohne die Möglichkeit, Projektoren weiterzuentwickeln, denn alles wurde ja auf Projektoren, auf Laserprojektoren, auf LCOs, auf DLPs, alles wurde darauf aufgebaut, wurde verkleinert, wurde verbessert. Nur deswegen kannst du diese kleinen Projektoren mittlerweile auch oder Beamer zu Hause hinstellen. Ja, früher hatte man in der Schule, heute zu Hause. Das ist wohl wahr. Ja, aber das Ding ist, natürlich hast du es im Kino viel größer, aber das ist ja auch ein großer Raum. Du wirst ja zu Hause den Platz, den du hast, entsprechend nutzen, um das gleiche Feeling zu haben. Das heißt, du kannst dir viel schmalere, kompaktere Systeme kaufen, die ja mittlerweile genauso viel Bums haben. Oder wenn du eben Purist bist, das Geilste rausziehen willst, dann holst du so eine riesigen Standboxen seit eh und je, seit früher, seit es Hi-Fi-Anlagen gibt, stellst sie neben deinen Fernseher, schließt sie an und hast eigentlich den gleichen Bums wie in einem Kino, nur eben zu Hause. Hast du mal Dolby Digital in einem Kino erlebt? Wenn diese Demo losgeht und du im Kino sitzt und hörst, wo die Nadel gerade runtergefallen ist, das wirst du niemals in einem Heimkino so entspannt hinbekommen. Also wenn du da entsprechend wenn sich da kaufst. Jemand mal hinsetzt und ausmisst, wie dein Raum aussieht, dann kannst du die Qualität entsprechend anpassen. Aber im Kino setzt du dich rein und es läuft. Aber bist du es so läuft audiophil? Einfach immer. Bist du so audiophil? Und das Problem ist ja auch im Kino, wie bei 3D und wie bei diesen 3D-Sounds, sei es iSense oder Dolby Atmos, es gibt immer einen bestimmten Sweet Spot. Und wenn du raus davon bist, hast du nicht mehr das gleiche Erlebnis wie derjenige, der in der Mitte sitzt. Zu Hause kannst du dieses Erlebnis eigentlich immer haben, weil du derjenige bist, der da sitzt, in der Mitte des Geschehens, des Tons, des Bildes. Du hast immer diesen Sweet Spot. Und wenn du mit Leuten guckst, wer hat dann den Sweet Spot? Das sind ja, mit wie vielen Leuten kannst du gucken? 3, 4, 5? Ich meine, es geht ja darum, im Kino sitzt du entweder Reihe 1, F und oder bei, und 35 der, F. Da es ein großer Raum ist und die Anlage entsprechend angepasst ist auf den großen Raum, hast du natürlich ganz hinten in der Ecke oder ganz vorne in der Ecke einen schlechteren Ton als im ganzen Mittelbereich. Aber der Mittelbereich hat wie viele Plätze? Je nach Kino, wo wir beim Thema Auswahl sind, bis zu 200, 300? Oh, so große und die Kinos, hören, haben auf dem Dorf. Nutzt die Auswahl, die es gibt. Ja, das ist korrekt. Aber du hast ja noch den Vorteil, du kannst ja sagen, wenn du zu Hause dieses Feeling haben willst, du brauchst nicht zwangsläufig einen 4K-Fernseher. Das ist natürlich gut für das Erlebnis, ja, gar keine Frage. Aber du kannst, wenn du zum Beispiel an bestimmten Dingen hängst oder an Klängen hängst, an Lautsprechern, die meinetwegen 30 Jahre alt sind, du schließt sie an und du magst diesen rauchigen, dampfigen, rauschigen Klang des Lautsprechers, dann hast du ihn da mit dem Film, mit dem Lieblingsfilm oder mit dem Film mit deinem Lieblingsschauspieler drin und kannst ihn so genießen, wie du es gerne möchtest. Das stimmt, die Qualität im Kino variiert schon hart. Ja, und du musst dich eben darauf einlassen. Wenn es da ist, ist es da. Du kannst nicht sagen, ich will es anders haben. Oder du kannst ein Balancing verstellen. Ja, du kannst dann aber sagen, weil du links ein bisschen tauber bist als rechts und dass du es schieben kannst und so. Ja, du, die aber Leute. Aber dann kannst du auch sagen, gut, ich war jetzt einmal im Kino, das hat sich nicht gelohnt, ich gehe da nie wieder rein. Tja, dann kommen wir aber zu emotionalen Werten oder zu Preisen. Und wieso, weshalb, warum? Preise. Valentinstag kannst du deine Freundin einladen ins Kino. Du kannst mit deinem besten Freund, wenn du den selten siehst, dich verabreden und kannst mit dem einfach so ins Kino gehen, weil gerade der neue John Wick läuft. Du kannst dich mit groben Freunden aus der Schule kannst dich treffen, um einen Kinofilm zu gucken. Du kannst dir Nachos kaufen, es riecht überall wunderschön nach Popcorn. Dieses Erlebnis-Kino, das kriegst du zu Hause niemals hin. Hm, kostet auch entsprechend, ne? Aber wenn du zu Hause sitzt... Nein, im Kino auch! Du hast eben die Möglichkeit zu sagen, du guckst dir deinen Herr der Ringe an. Teil 1, 2, 3 im Marathon, dann wann du es willst, um dich vorzubereiten, um den vierten Teil zu gucken, der es natürlich nie geben wird, aber stell dir vor, dann du kannst Marathone machen, dann wann du willst, in den Versionen, die du willst, ob es Deutsch ist, Englisch, Niederländisch, Harry Potter auf Niederländisch mal zu switchen, ist extrem lustig. Ja. Ja. Und da kannst du, genau. Und da kannst du auch mit Freunden wieder ganz andere emotionale Werte schaffen oder Bindungen schaffen, indem ihr sagt, wir finden es geil, Filme in anderen Sprachen zu gucken. Das ist wieder, als ob es Harry Potter ist oder ein ganz anderer Film oder eine Serie auf Netflix, eine Sprache zu switchen, auf einmal entstehen ganz neue, meinetwegen, Inspirationen für andere Dinge. Und du kannst ja mit dem, was du hast an, zum Beispiel
Boxen, Fanboxen von Harry Potter, eben all die Zusätze, die angucken, die du im Kino nicht findest oder für viel Geld noch über Bloopers, Outtakes oder für viel Geld musst du im Nachhinein zum Beispiel über Zusatzmaterial dir zusammenkaufen oder sowas gab es mal über Zeitschriften, diese Harry Potter Zeitschriften, wo immer so kleine Hints drin waren, wie es am Set lief und so weiter. Das gibt es jetzt alles auf DVD und du guckst es an und schlürfst nebenbei aus deiner mitgelieferten Harry Potter Tasse dein Butterbeer. Ein rundum Fan-Komplett-Paket für zu Hause. Das ist doch ein emotionaler Wert gegenüber dem Film und der Geschichte. Ist doch toll. Aber wie oft machst du das denn? Hast du mal versucht, so ein Harry Potter oder so ein Herr der Ringe Marathon durchzuziehen? Ja. Das Schöne ist, wenn du das aber im Kino machst, wenn jetzt der neue Hobbit-Film auf den Markt kommt, gucken sich alle im Marathon vorher, wenn der Film um 0:01 anfängt, gucken sich alle vorher den Marathon von Herr der Ringe an. Alle treffen sich, verkleiden sich. Du hast eine Gemeinschaft von Leuten, die ja das Gleiche feiern wie du. Ob das jetzt nur ein Anstehen bei Apple ist fürs neue iPhone oder alle zusammen gucken den neuen Herr der Ringe. Das ist was komplett anderes, als würdest du dich mit Freunden mal einmal im Jahr, alle 2, 3, 4 Jahre treffen, um mal eben Harry Potter durchzugucken. Ja, aber so oft gibt es jetzt ja auch nicht einen Marathon für Herr der Ringe oder Spider-Man oder Harry Potter im Kino. Also ich glaube, die ganze Marvel-Reihe, die gibt es einen Marvel-Marathon Star Trek, die ganze Star Trek-Reihe. Habe ich noch nie gehört. Was? Dafür sind Marvel-Marathon? Ja, na klar, bevor Avengers kommt. In Amerika. Auch in Deutschland. Das habe ich noch nie gehört. Naja, wo wir beim Thema Auswahl von Kinos und was sie so für Sachen machen. Aber am Ende ist es auch eine preisliche Sache. Ich meine, zu Hause sitzt du da, du hast alles da, was du hast Essen, vielleicht auch nicht, aber du kaufst es für günstiger. Du kannst es dort machen, du kannst zwischendurch aufs Klo gehen, wann du willst. Du kannst mal kurz schlafen. Das ist sehr viel günstiger, privat natürlich. Du kannst mal kurz schlafen gehen, aber über was für Preise reden wir denn da? Aber so ganz schlonziges Nacho-Zeug kriegst du nicht zu Hause. Dieses Feeling, wenn du Nachos kaufst und in diese Käse-Dip-Sache, oh, super. Mag ich nicht. Super gut. Und da haben wir nämlich den ganz großen Punkt. Du musst Unmengen an Kohle zahlen, bis dieses Heimkino einmal so steht, dass du es ungefähr mit dem normalen Kino vergleichen kannst. Kommt natürlich darauf an, was du schon da hast, wo du hin willst. Aber es stimmt, die erste Investition ist teuer. Aber das, was du dann über Dauer damit machen kannst und natürlich dann auch sparst, jetzt abgesehen von den Blu-ray- und DVD-Käufen, hast du Vorteile. Ähnlich wie zum Beispiel ein Elektroauto und dann mit Strom tanken und klar, keine fossilen Steuern. Die erste Investition ist teuer, aber rechne das mal hoch. Du kannst mittlerweile in diversen Kinos dir eine Club-Mitgliedskarte kaufen, zahlst im Monat deine 20, lass es 30 Euro sein und kannst jederzeit einfach so ins Kino gehen. Deswegen gibt es ja Dienste wie Sky, Netflix, Amazon. Wo du aber nicht den aktuellen Kinofilm gucken kannst. Nicht für den Preis. Du hast aber zusammen mit dem Blu-ray-Release die Sachen dann aber auch da. Und man muss zugeben, Sky hat sehr wenige Tage/Wochen nach Kino-Release die Sachen schon bei sich. Okay, aber die Qualität von Sky, wenn wir mal da bleiben, ohne jetzt gegen Sky zu sprechen, weil die haben ja HBO und Westworld und alles ganz toll, freut mich, aber die Programme sind scheiße, also der Online-Service und sowas, das ist alles kacke. Die Qualität ist dann einem Heimkino auch nicht mehr gerecht. Das stimmt, die Online-Services sind nicht gut, aber da bräuchtest du dann wirklich das Sky über Satellit. Die sind top. Was ganz anderes. Also, genau. Aber da bist du ja auch wieder. Du hast deinen Bezahldienst, du hast monatlich deine, was kostet das, 20? 25? Das sind dann 200 Euro im Jahr. So, hast die dann aber. On top kommen zum Receiver, zum Fernseher, der eigentlich locker um die 1.500 Euro kosten muss. Wenn er nach aktuellem Standard HDR plus, je nachdem, 4K muss er ja auch haben, weil die Blu-rays mit 4K Blu-rays ja auch wie 40 Euro teilweise kosten. Ja. Ach, das ist alles viel zu viel. Und dann musst du die Blu-rays, die du schon mal gekauft hast, nochmal neu kaufen, weil sie ja dann in 4K nochmal neu aufgearbeitet werden müssen. Du musst alles ständig wieder neu kaufen. Und so kannst du den Film einmal gucken. Und wenn du weißt, okay, der Film hat mir wirklich gefallen, dann kaufe ich ihn mir auch nochmal. Ja, es gibt gute Skalierer, das muss man dazu sagen. Also man muss nicht zwingend 4K kaufen. Man kann auch in Full HD noch sehr viel gut gucken. Ja? Aber eben, wenn man optimal will, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll. Aber du hast dann natürlich die Möglichkeit zu sagen, du guckst mehr. Du musst nicht selektiv sagen, ich gucke im Kino diese Woche diesen Film, sondern du kannst abends nach Hause gehen und sagen, ich gucke heute diesen Film. Obwohl ich es zeitlich jetzt nicht ins Kino geschafft hätte, kann ich mir trotzdem diesen Film gönnen, den ich schon seit einiger Zeit gucken wollte. Mit diesen Bezahldiensten zum Beispiel. Oder du kannst auch mal eine Blu-ray auch nach 2 Jahren wieder rausholen und sagen, oh, dieser Film vor 2 Jahren war so geil. Oder eben, wie ich auch meinte, diese Marathons. Dann ja, aber dann gucken. Bleibst du, wenn du es nach 2 Jahren dir holst. Und du sagst, hast aber die Sachen da. Du kannst dein Archiv, dein Blu-ray-Archiv bauen, dir zurechtlegen und dann immer wieder auf das zurückgreifen und dir angucken, was du gucken willst in dem Moment. Du zahlst für den Komfort
zu tun und zu lassen, was du eben möchtest in Sachen Film und mit dem, was du zu Hause hast. Aber das kann ich ja mit so einem Bezahldienst, dass ich einmal im Monat meine Kino-Flatrate habe, auch. Kann ich auch das gucken, was ich will und ich bin immer aktuell. Ich kann immer die Filme gucken, die auch gerade im Freundeskreis oder auf den Social-Media-Netzwerken besprochen werden. Du bist immer aktuell. Du könntest jetzt nicht zum Start. Mit den Blu-Rays guckst du dir immer, ja, ich gucke mir jetzt zum 15. Mal Der Hobbit an. Das ist vielleicht ganz nett, aber die Filme altern ja auch nicht immer alle gut. Ja, Robocop kann man heute noch gucken. Du kannst fantastisch aus. Das ist toll. Terminator 2, immer noch super. Matrix, du kannst super, Teil 2. Genau das ist es. Würde jetzt ein vierter Teil von Matrix kommen, du könntest nicht mal eben den ersten gucken, um in Erinnerungen zu schwelgen, um mich vorzubereiten, vielleicht für einen Job oder weiß der Geier. Nein, nicht im Kino, aber da, natürlich dann im Kino. Dann kann ich nämlich solche Aktionen wie, ich gucke mir jetzt Teil 1 bis Teil 3 an und gucke mir dann um 0 Uhr Teil 1 an. Sofern sie denn da sind. Und das zu einem Preis. Sofern sie denn da sind. Oder du hast Pressevorführung. Du musst dann zu einer Pressevorführung nach München. Ich komme aus Hamburg. Keine Zeit, kein Bock. Also gehe ich nach Hause und guck's mir lieber da an. Aber die Pressevorführung, kommen wir zurück zur Auswahl, gibt's ja überall. Die gibt es in Hamburg, in Berlin, ja, in München, Erfahrung eher in Köln, schwierig. In Frankfurt. Ja, weil du meistens dann keine Zeit hast. Also jetzt die letzten guten Filme liefen nicht in Hamburg, interessanterweise. Dann solltest du vielleicht mal aus Hamburg wegziehen. Es gab keine Einladung für Hamburg. Weißt du, was ich mich frage? Was sagt ihr eigentlich dazu? Gefällt euch ein Heimkino mehr oder ein richtiges Kino mehr? Wir haben da oben eine Abstimmung geschalten, da oben auf das i einfach mal raufdrücken. Und dann gucken wir uns das mal nach ein, zwei Wochen nochmal an. Ganz genau. Und wenn ihr mehr solche Videos wollt, solche Inhalte und solch einem Spaß, dann lasst ein Abo da und natürlich auch einen Daumen nach oben und Follow auf unsere Social-Media-Plattform.